Physiotherapie. Physiotherapie ist eine Form der Heilbehandlung, um Menschen wieder zur Gesundheit zu führen. Physiotherapie kommt vom griechischen Physis, Natur und Körper, und Therapia, das heißt Dienen, Bedienung, Pflege und auch das sich kümmern um, auch das Wiederherstellen der natürlichen Funktion. Physiotherapie ist eine Form spezifischen Trainings und der äußerlichen Anwendung von Heilmitteln. Physiotherapie hat die verschiedensten Weisen. Zur Physiotherapie gehört die Krankengymnastik bzw. Heilgymnastik, die Massage, es gehören dazu Moorbehandlungen, es gehören dazu Fangopackungen und verschiedene körperliche Dinge, motorisches Training, Wahrnehmungstraining, Haltungsschulung. Es gibt auch Elektrotherapie, Ultraschalltherapie, Thermotherapie, die Balneotherapie, also die Badeheilkunde, die an den Heilbädern so wichtig ist, Hydrotherapie. Daneben gibt es noch die manuelle Therapie, mobilisierende Techniken zur Gelenksmobilisierung. Es gibt verschiedene Formen der Weichteiltechniken, die alle auf den Massagen sind, Heilmassagen, Bindegewebstechniken, Osteopathie, es gibt sensomotorische Aktivierung und noch vieles mehr. Auf eine gewisse Weise kann man auch Yoga zur Physiotherapie dazuzählen. Und wenn Yoga als Yogatherapie angewendet wird, dann kann es auch im Rahmen der Physiotherapie gemacht werden. Yogatherapie gibt es ja zwei Arten. Das eine ist Yogatherapie als Heilbehandlung. Diese darf nur von Ärzten, Heilpraktikern vorgenommen werden oder auf Rezept oder Verschreibung von Ärzten, Heilpraktikern gemacht werden, auch dann von Yogatherapeuten oder auch Physiotherapeuten. Die zweite Art von Yogatherapie ist mehr ein sich kümmern um einen einzelnen Menschen. Es ist keine Heilbehandlung, sondern es ist eine Form des Yoga-Unterrichtes, bei der besonders auf den Einzelnen eingegangen wird.